Ihr sucht noch nach Ideen für eine schöne Weihnachtsdeko. Hier zeige ich euch, wie man so einen Stern ganz einfach schnell mit Naturmaterialien für die Tür oder für die Wand gestalten kann. Für den Stern nehme ich ganz einfach eine Seite, ein Blatt aus der Zeitung. Falte mir das so und schneide es so, dass ich anschließend ein Quadrat habe. Mache die Faltung wieder auf. Falte die untere Seite nach oben. Und falte die Seite. Einmal hier ganz doll den Knick und hier auch nochmal ganz doll den Knick. Also ich denke, ihr seht es, und nehmt die Ecke, die geschlossen ist, also nicht die offen, die geschlossene, und zieht die so hin, dass die genau zu diesem Punkt geht. Falte es runter, das ran. Das einmal rüber. Und kann ganz schnell meinen Stern schneiden. Nehme ich hier schön schräg hochschneide. Kann den dann aufmachen. Okay. Gefällt mir noch nicht so gut. Und guck, und hab so ruckzuck meinen fünfzackigen Stern. Nehme einfach ein Stückchen Pappe. Übertrag mir jetzt hier die Linien. Und schneide ganz einfach den Stern aus meiner Pappe aus. Hier fehlt ja die Spitze, ergänzt sich so ein Stückchen. Ist dann auch ruckzuck gemacht. Hier auch schön aufgepasst und nehme jetzt hier einmal Zierdraht, den gibt es so auf solche kleinen Rollen, oder ihr könnt natürlich auch dickeren Draht nehmen, den gibt es hier auf diesem Holz, und ich möchte euch das jetzt heute zeigen mit dem Bouillon-Draht, weil ich das ein kleines bisschen feiner machen möchte. Ich habe jetzt hier mein Bergwiesenheu genommen. Da habe ich schon mal eine Ostersache mitgemacht. Und jetzt so einfach mein Heu. Verteilen wir das hier so drauf und nehmen den Bouillon-Draht. Ihr seht, man kann den ganz und gar so richtig schön auseinanderziehen. Ist richtig schön fein und fange jetzt hier ganz einfach an, das so zu bewickeln.
schön ist, dass dieser sich so kräuselt. Man kann den Wuchshook hier auch irgendwo unterstecken und festmachen, was eben auch so fein dieser Bouillondraht, dass er eben halt auch keinen Schaden an einer Tür oder machen kann. Deshalb ist er richtig schön. Lege ich mir von der Rückseite auf eine Lage rauf. So sieht er aus, wenn man den aus der Tüte rausnimmt. Und so super kann man den auseinanderziehen. Jetzt bei und arbeite gleich meine Spitzen aus und kann ihn dann auch gleich drehen, gleich von der anderen Seite auch noch ein kleines bisschen Heu dagegen. So dass ruckzuck eben die Unterlage für die Weihnachtsdeko gemacht ist. Und hier ziehe ich den Bouillondraht genau auf die andere Seite vom Stern, auf diese Zacke, und schlage das Heu jetzt nochmal richtig schön um und verwechsel oben an der Sternspitze den Stern nochmal so richtig schön. Dass ich das jetzt hier so rüber ziehe und habe jetzt so meinen Stern richtig schön fertig. Kann den insgesamt meinen Draht jetzt hier habe, so ganz einfach aufwickeln. Ich kann den Stern jetzt richtig schön nehmen als für den Türschmuck oder Wandschmuck. Oder ich kann auch richtig schön da ein Adventsgesteck drauf arbeiten. Also da hat man jetzt damit so viele Möglichkeiten. Hier zum Schluss bei und verzwirbel den so ganz einfach. Und hab den so fertig. Als erstes mache ich mir meine Schleife fertig. Und zwar gucke ich jetzt auch,
dass mein Schleifenband nochmal hier so richtig schön runter gehen kann. Fast die Schleife zu. Übrigens, mein Schleifenband ist jetzt so etwa 2 Meter lang und liegt mir jetzt hier in die Hand. In solche kleinen Schlaufen. So dass ich das hier schön zusammenknicke. Und das jetzt hier hochziehe. Dass die Schleifenbögen jetzt auch nicht so groß sind, weil der Stern ist ja jetzt auch nicht so überdimensional groß. Ich denn jetzt hier beide Bänder ungefähr gleich lang habe. Klappe ich die auch nach oben. Ein Draht. Ich könnte ein Steckdraht, ein Wickeldraht nehmen. Ihr könntet jetzt hier aber auch von dem Bouillondraht nehmen. Und mache jetzt praktisch hiermit wie so eine Hälfte. Und da ich das alles klebe, kann ich den Draht jetzt hier mit der Zange auch ganz einfach abkneifen und hier nochmal zudrücken, dass alles schön fest ist. Und habe als erstes meine Schleife und nehme die da auch als erstes und mache jetzt hier Heißkleber drauf und klebe mir die in die Mitte gleich und halte so lange die kleinen Schlaufen vom Band fest, bis der Kleber trocken ist. Und zum Anhängen nehme ich auch ein Band, also man sagt da, auch wenn ich es so vorher im Laden verkauft hatte, hatte ich jetzt auch ungefähr 2 Meter abgemessen und ein Band und Schleifenband genommen. Für den Stern mache ich jetzt genau auch hier in der Spitze, dass das so richtig schön hängt. Komme da auch bei und mache ein ganz kleines bisschen Heißkleber hier rauf. Dass das schön gerade ist. Ich mache nochmal Heißkleber und so, dass das eben von hinten auch sehr sauber aussieht. Und kann jetzt nachher gucken, okay, wie ist es an die Wand, kürze ich das Band noch ein Stückchen, wenn ihr es genau wisst, wo ihr es hinhängen wollt, ja, dann könnt ihr natürlich jetzt das schon abmessen vorher, wie viel Schleifenband ihr ganz genau braucht. Schön ist es eben, solche Sachen auch genau in die Türfalz zu befestigen. Ich glaube, das ist so fest. Jetzt nehme ich hier, habe ich nur Schnurbelisten. Und guck. Da braucht ihr jetzt vom Grün auch gar nicht so viel, auch nicht von der Deko oder, weil es ja jetzt nicht solche große Sache ist. Legt mir das auch erstmal hin, jetzt bevor ich klebe, wie ich das ganz genau haben will. Die Bänder gehen ja hier runter. Ich beachte auch wieder dieses ungleichseitige Dreieck.
komme jetzt hier mit dem Heißkleber gleich bei. Ich nehme mich jetzt hier auf dem Grün auf der Rückseite einen Kleber aufmachen. Und kann das richtig schön so befestigen. Passt da ein bisschen auf. Verbrennt euch nicht die Finger. Wenn ich lieber eine Schere oder ein Messer oder nehmen zum Andrücken. Ihr braucht jetzt hier auch gar nicht viel Kleber aufmachen. Mein zweites Grün ist jetzt so eine Konifere. Er hat nochmal eine schöne Färbung. Koniferen, Tanne und. Immer von hinten schneiden. So seht ihr, wenn ihr es umdreht, ist es gar nicht zu sehen, dass es geschnitten worden ist. Nehmt hier auch gleich zwei. Nehmt einen jetzt praktisch hier gleich unter. Das hier ruckzuck so festgeklebt. Ihr könnt jetzt hier ja Ilex und also Kirschlorbeer, also ganz viel eignet sich jetzt hier an Grün, was ihr nehmen könnt. Dann schon immer mal gucken. Okay, wie gefällt euch das? Also nichts ist schlimmer, wenn ihr zu viel jetzt auf so einen Sternruf macht, dass es überlagert ist. Deshalb mache ich das jetzt auch ganz natürlich. Und zwar nur mit den Zapfen. Der Lerche, und da findet man ja manchmal auch unter den Lerchenbäumen gleich, wo die Lerchen jetzt noch dran sind. Solche kleinen Ästchen, die dann beim Sturm oder eben abfallen. Und jetzt kann man natürlich jetzt durch solche Sachen auch nochmal ein kleines bisschen Schwung reinbringen. Natürlich richtig hinlegen, und dann muss man jetzt natürlich gucken, okay, wo ist oben. Das aber immer schön festdrücken, weil das ist jetzt hier unten Naturmaterial, das gibt nach, also, und das wirklich ein Stückchen halten, bis es fest ist. In der Zwischenzeit kann man sich dann auch mit solchen Sachen, hier habe ich die Buchecke, solche Auffädelungen machen, die jetzt auch richtig schön sind. Nimm da eine Buchecke, gehe in der Mitte mit dem Draht durch, verzwirbel den um die nächste Buchecke, gehe auch wieder
in die Mitte rein. Drehe die jetzt erstmal, zeige die eine Buchecke nach zur anderen Seite. Jetzt drehe ich die Buchecke, dass die auch in die gleiche Richtung zeigt, und wickel jetzt hier mit dem Draht nochmal rüber und habe das jetzt hier so fest und kann die nächste Buchecke nehmen. Rüber und wickel den Draht nochmal rüber. Aufhellung kann man jetzt aber auch genauso mit den kleinen Lärchenzapfen machen. Schneide das hier unten relativ glatt und gehe jetzt hier mit einem Draht in diese Schuppen unten gleich rein, dass der sich jetzt hier verhakelt. Man kann den kleinen Zapfen drehen, Draht auch gleich hoch, nehme den nächsten Zapfen, gehe ich hier wieder mit dem Draht rein, und habe den nächsten Zapfen gleich an meiner Fädelung dran. Danach mache ich erstmal meine Schleife schön, und zwar habe ich jetzt hier eine Schleife, die so ausfranselt. Das muss ja nicht sein. Das wird sie nachher auch in der Zeit an der Tür. Dann kann man jetzt hier ganz einfach so ganz locker ein Knötchen reinschwingen. Und komme jetzt hier unten bei und schneide das ab. So ist das einmal fest von der Schleife und kann auch nochmal richtig schön mitwirken. Meine Auffädelung nehme ich jetzt und fasse die so zusammen mit dem Draht. Und gucke jetzt nochmal vorher, okay, wie weit würde es runterhängen. Also es sollte auch nicht immens weit runterhängen und auch schon so ein Stückchen in den Proportionen bleiben. Jetzt nehme ich mir hier einfach einen anderen Zapfen und befestige alle meine Drähte an diesen Zapfen und komme dann mit der Klebepistole und klebe die erstmal hier kurz fest, dass ich gucke, okay, habe ich alle Drähte getroffen. Und kann jetzt ganz einfach den Zapfen in mein Besteck reinkleben und habe alles richtig schön fest verbunden. Und hier nochmal ordnen. Zapfen kann man jetzt hier eben auch hier durch den Draht richtig schön biegen. Jetzt habe ich mir noch ein paar kleine Kugeln ausgesucht, die farblich jetzt hierzu eben auch passen. Die ich auch wieder in der Gruppe klebe.
So, jetzt habe ich ja einmal die Schleife ganz und gar durchlaufen. Das ist richtig schön. Ich habe jetzt hier die Lärchenzapfen auch einmal ganz und gar. Habe jetzt hier rechte Seite die kleinen Kugeln, die linke Seite die Schleife. Okay, und was jetzt natürlich von der Buchecke, die Fruchtstände. Da könnte man jetzt noch richtig schön auch eben in Gruppe arbeiten. Und guckt man, okay, wo hat man jetzt den Platz? Wo wird es nochmal richtig schön aussehen? Man zieht ja immer solche kleinen Fäden, aber es ist nicht schlimm, wenn es trocken ist alles. Jetzt kann man die ruckzuck wieder abziehen. Und würde dann gucken, okay, wie sieht es aus? Fehlt noch was? Möchte ich noch mehr Deko haben? Ich mache jetzt hier noch ein paar kleine Fruchtstände, jetzt hier von der Buche auf der Seite. Und dann reicht mir das eigentlich für meinen kleinen Wandbehang. Alles, was ich jetzt eben eigentlich verwendet habe, ist eben die drei Kugeln, eine Schleife, ein ganz kleines bisschen Draht und eben hier ja, Sachen, die man entweder gefunden hat jetzt oder eben jetzt mit der Pappe, mit dem Heu. Da kann man ja auch so viel nehmen, Stroh und, sagte ich schon am Video, am Anfang des Videos, wollte ich euch mal zeigen, dass man eben auch ruckzuck so eine schöne Weihnachtsdeko schnell selber machen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann teilt es doch einfach mit anderen in den Communities. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit.